Reif aus Berlin. Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihre beiden Herausforderer Frank und Walter Steinmeier. Journalistisch auf links gezogen von Dünnbrett Illner und Peter Lustig. Guten Abend. Ich begrüße hier im Studio Bundeskanzlerin Angela Merkel. Und witzig kann sie ja sein, wenn sie will. Ja, genau. Und das ist das Mindeste, was man tun muss. Lassen Sie uns doch vorübergehend Spaß in diese Trauerveranstaltung reinbringen. Davon bin ich überzeugt, weil ich nämlich finde, dass es einfach nur komisch ist, aber ich weiß nicht, ob Sie die Zahl haben, wie es vor 4 Jahren aussah und wie es vor 8 Jahren aussah. Also da habe ich es in diesen TV-Duellen witzemäßig jeweils auf 103 Minuten gebracht. Das heißt, ja, Sie staunen, Herr Kleber, aber das hat dem Land gut getan. Und jetzt stellt sich die Frage, wie schwer so im Einzelnen die Zimmermädchen sind, nicht wahr? Und höchstens Höcker, wie ich es als Kind gehabt hatte, sind lieb. Normal ist das wohl machbar mit Beschwörung. Dass die Monster höher eingestellt werden, jetzt nur zum Beispiel. Und das ist der Grund, warum jetzt die besten Fachgeschäfte psychologisch werden. Ich sage nur, dass wir korpulent sind. Und drittens, ich möchte mich auf einen Stuhl setzen und Schinken essen. Und da braucht es noch mehr Honig im Mund. Und das bedeutet, wir brauchen auch eine Blonde. Davon bin ich überzeugt. Ich fühle mich von allen beiden schön verarscht. Sag mal, war das da gerade der Steinbrück mit Perücke? Warum tritt der eigentlich nicht mal gegen mich an?